Blaue Pillen. Bestimmt Haarwuchspillen. Wow. Alter, wenn ich sowas sag, fliege ich hochkant vom TS, ne? Nein, das tust du nicht. Warte, wer war das hier? Du warst? Warum hat eigentlich der Werner eine bessere Tonqualität wie Leo? Was hat der? Das Mikrofon klingt deutlicher als deins. Nee, das ist die Grundstimme. Was? Nochmal, bitte. Was hat er? Der Leo hat einfach so eine, kennst du die, ich möchte es nicht sagen, ne? Aber kennst du die Leute, die 30 Jahre lang richtig trinken? Was hat. Ich verstehe das immer noch nicht. Ungefähr. Was hat Werner. Was? Und eine Raucherlunge hat er natürlich auch. Ich glaube, da hat gleich wieder ein Disconnect. Was? Das ist alles Geschmackssache, tatsächlich. Ja? Ja. Wenn Wodka oder Bier? Wenn jemand deine Stimme mehr mag als meine, Werner, dann ist das halt so. Ich werde das jetzt nicht bezweifeln. Ja, so. Das hört sich zumindest so an. Ja, das ist auch so. Ja, tatsächlich. Hört man das von allen Seiten, ne? Also. Nee. Dass Werners Stimme einfach angenehmer anzuhören ist als Leos. Das ist richtig. Vor allem benutze ich nicht solche Schimpfwörter wie andere. Was für Schimpfwörter? Es ist natürlich auch so, dass ich den Leo mittlerweile in meinem Handy schon als der Überzieher eingespeichert habe. Weil da kann ich mir einfach merken. Der Überzieher, sagt der eine 23-Minuten-Folge hochlädt, ne? Oder wie lange war sie jetzt? Was zieht Leo über? Die Zeit. Was denn sonst? Also bitte. Ach, Jürgens, ne? Ja. Er hat heute wieder sehr entspannten Unterricht. Ja, das merkt man. Welches Unterrichtsfach bitte? Die Wolke, okay. Französisch. Soziales Leben, was? Deutsch, Englisch, also, Physik. So was haben wir nicht. Und grundsätzlich war die Ecke, wo ich saß, nur am Lachen. Okay, was, Werner, warum funktioniert der Mixfeeder auf der Belgique nicht? Tablet kann ich nicht öffnen und wenn ich Stroh bei Silage hin... Einfach mal, Jungs und Mädels, wenn ihr Fragen zu Belgique habt, einfach in das Forbidden Mods Gedöns Forum reinballern. Da dauert es genau 20 Minuten und dann habt ihr eine Antwort parat von Leuten, die sich damit auskennen. Jens, fahr vorbei, bitte. Ja, ich weiß gerade nicht, auf welches Feld ich muss. Die 94 runter. Ich möchte anwerfen, dass der Florian und ich gleich wieder fertig sind hier. Ja, bei der 24 könnt ihr dann weitermachen. Das läuft einfach hier, das glaubst du nicht. Wenn löp, dann löp, ne? Wir brauchen gleich Sprit. So arbeitsintensiv sind wir hier unterwegs. Ja, du hast ja noch 100 da. Aber das ist gleich fertig. Warte, pass nur auf. Noch 2-3 Felder, dann war's das. Außer Leo hat vergessen, den realistischen Spritgedöns reinzumachen. Hat er natürlich nicht vergessen. Weil das ein guter Mod ist. Ich mag diesen Mod. Das ist cool, ja? Der ist eigentlich einer der sinnvollsten Mods ever. Effa. Okay. Direkt nach Mix wieder, ne? Nein. Also ich meine das durchaus jetzt ernst. Also der reale Spritverbrauch ist eigentlich ein schon sehr guter Mod, weil wie viele Folgen hast du gedreht, bevor du das erste Mal tanken warst, Werner? 200? Mindestens. Ja. 300. Ja, ich weiß nicht mehr, ich hab's nicht mehr genau. Ich glaube, es waren sogar 350 Folgen. Irgendwie so um den Dreh, ne? Und das merkt eigentlich schon, wie verkorkst dieser Spritverbrauch normalerweise ist. Und da tut Not, dass das halt deutlich erhöht wird. Weil normalerweise ist der Spritverbrauch auch nur dann an, wenn du wirklich arbeitest. Wenn du zum Beispiel so fährst, wie wir hier abfahren, verbraucht beim normalen Standard-LS der Traktor keinen Diesel. Wenn er steht, verbraucht er keinen Diesel. Ja, was verbraucht er dann? Nur wenn er wirklich am Ansehen oder am Flügen ist. Und grubbern. Okay. Oder wenn das Arbeitsgerät dahinter an ist. Dip. So, Leo, ich kann mich ablösen. Du brauchst mich nicht ablösen, ich habe noch 50% ja. drin. Das wo ist unsere noch. Zweite Sehmaschine? Die ist schon hier bei Feld 24 ist die unterwegs gerade. Aber der ist noch nicht gegrubbert worden, Daniel. 95, alles fertig. Aber nicht gesät. Ja, eben. Vom Grubbern. Ja. Deswegen bin ich ja da gerade mit Ansehen angefangen. Klar, die Maschine sollte man den Grubbern hinterherfahren, ne? Stimmt. Ja, wo sind denn die Leute, die grubbern? Unterwegs auf 95. Ja. Gerade abgeschlossen. Haben wir doch dreimal gesagt, jetzt gerade eben vor 10 Minuten schon.
Mhm. Werner? Hier ist einer. Du wolltest doch auf Asarbeck an dem Fenton Frontlader anbauen. Ja. Ja, da kann ja einer... von Alöson oder Alö oder wie das heißt, mhm, von Frontlader-Pack, da kannst du dir so eine Konsole an den Träger anbauen. Ah, das heißt, es geht auf jeden Träger, egal ob Frontladersteuerung oder nicht. Geile Sache das, muss ich dann gleich mal testen. Ich muss sowieso für morgen noch 2 Folgen aufnehmen, dann mache ich das gleich. Dankeschön. Heiner, servus und herzlich willkommen. Ich habe gerade frisch Kaffee bekommen. Ist das nicht geil? Beste, geil. Beste, was gibt, ist frischer Kaffee. Stimmt. Ja. Muss man auch gleich anholen. Heute wird lang. Heute wird lang? Okay. Aber Kaffee gibt's doch nur kannenweise, oder? Nee. Von mir kann man tatsächlich tastenweise das zubereiten. Aber ja, nur aus der Original-BG-Tasse. Das ist richtig. Placement. Ich mag diese Tasse tatsächlich sehr, muss ich sagen. Hat die eigentlich nur dieses runde Symbol drauf oder noch mehr? Nee, tatsächlich nur das da. Ich kann es mal versuchen, in die Kamera zu zeigen, ohne dass mir gleich der Kappe hier irgendwie alles vernichtet. Da. Leo, kannst du die mal drehen? Ich möchte die Unterseite sehen. Nein, da wird nichts gedreht. Okay. Die ist so unglaublich... Ist sauber. Ich kann dir zeigen. Mit Kaffee versenken kenne ich mich aus. Die wird vorher sauber gemacht. Das heißt Schiffe versenken. Nee, ich hab einer Kollegin einen Milchschnitt über den Monitor geworfen und wo ist sie natürlich drin gelandet? Im Kaffee. Läuft. Also, prinzipiell muss man sagen, dass man Milchschnitten nicht durch die Gegend wirft, sondern selber isst. Ja, es war die letzte und ich hatte ja schon eine in der Hand, also gebe ich sie lieber ab, oder? Ja, das ist Ansichtssache. Jürgen, verkrümmel dich. Leo, der Kaffee aus einem Vollkaffeeautomat oder Pulverkaffee? Nespresso-Maschine. Nehmen wir den gleichen Kurs? Bist du ein guter Junge. Passt nicht. Kostet viel Geld, aber ist okay. Ich weiß. Ich habe eine eingebaute Kaffee-Vollautomat. Ja. Mit Espresso-Funktion. Wer ist denn das hier? Daniel, fahr mal weg. Ich bekomme da die ganze Zeit deinen Kurs. Irgendwas wollte ich, aber ich... Florian, warte doch mal auf mich. Irgendwas wollte ich, aber ich habe es vergessen. Ach ja, tatsächlich, mit Kaffee verschütten, ne? Ich habe es geschafft, während meiner Ausbildung ein relativ teures Notebook mal mit Kaffee zu versenken. Ja? Lorenz, speichern wir das ab, bitte. Nee. Jürgen, willst du dir nicht auch schon mal eine Seemaschine holen? Weil du brauchst hier nicht fahren, wenn ich hier fahre. Das macht keinen Sinn. Wir haben nur 2. Was? Nein, wir haben 3. Auf der 10 ist der Kurs. Dankeschön. Genau, und ich hänge immer noch alleine auf 95 rum. Am mittleren Hof. In der Base. Basketball-Scorer ist in der Base mit Armor, weil zu viele andere immer streamen. Wir zu spät dann dafür angefangen haben und zu wenig Zuschauer haben. Das ist richtig. 105. Ja, ich bin vom Armor-Spiel. Wann kommt Armor? Leo? Was denn? Wann kommt Armor? Wann kommt Armor? Beste. Im Stream. Ne? Nee. Gar nicht. Doch. Und Leo, wolltest du nicht mal eine Tasse? Was soll hier auf dem Feld gesät werden? Tatsächlich werde ich das auch machen. Bei dem nächsten größeren Spielstream werden wir das auch verlosen, ja. Ich weiß leider immer noch nicht, ob der eine Guy, dem ich das geschickt habe, tatsächlich das bekommen hat. Ich weiß auch nicht. Der hat sich nie wieder gemeldet. Und von daher. Ich habe ein T-Shirt und ein, was war das? Ein Mauspad, glaube ich, verschickt. Keine Ahnung, ob das hier angekommen ist, man weiß es nicht. Das wäre halt ziemlich cool, wenn du da mal melden könntest dich. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war, ehrlich gesagt. Ich könnte zwar nachgucken, aber. Weg die Sachen zu mir, ich will. Leo, nicht. Was soll hier auf das Feld gesät werden? Hier auf das Feld. Sage er, wo er ist, ich sage dir, was du zu Körner in den Boden puttest. 24, okay. Was habt denn ihr auf die. Was? Hafer. 95 wird auch Hafer gemacht, das mache ich gerade ganz alleine. Ich weiß nicht, was der Rest macht. Okay, dann machst du da auch Hafer. Grundsätzlich in der Gegend sinnlos rumfahren. Ah, Micmap kommt morgen wieder. Micmap ist Beste. Einer ist wieder da. Das ist richtig. Ja, einer. Dein Trecker steht noch in der Halle. Ich habe ihn reingeparkt. Unknown User, auch dir Dankeschön für dein Follow. Ja. Willkommen hier bei uns. Ja, ich werde es verlosen. Das Ding steht hier rum. Aber ja, vielleicht beim nächsten Mal. Irgendwann halt dann, wenn ich Lust dazu habe.
Ich habe eine Frage, können wir noch ein Feld kaufen zum Abernten, dass dann weiter was zu tun ist? Wir haben kein Geld gerade dafür. Aber ich habe keinen Traktor. Und wir haben kein Geld. Tatsächlich gilt es mal zu checken, wie es mit den Dingsbumsballen aussieht. Mit den Graschballen, ob sie mittlerweile vielleicht schon zur Silage geworden sind. Ja, das sind die. Ja, wie wäre es dann, wenn du diese Silageballen zu dem Metzger bringst und wir kriegen ein bisschen Geld dafür? Ja. Du bringst Silageballen zum Metzger? Ja, das dachte ich mir auch. Das ist neu. Ja, aber wenn das hier so verbaut ist, soll ich jetzt sagen, bring das zum Ballenverkaufsstationspunkt oder was? Willst, ja, du nicht, willst du nicht die nicht verfüttern, die Silageballen? Die haben ja schon Futter. Die haben genug Futter. Ach so, okay, das habe ich nicht gewusst. Mehr oder weniger ist das eigentlich alles safe. Aber wir brauchen halt Money. Die Ställe sind voll bis oben, ne? So richtig. Jo. Komm, morgen 3 Folgen Meatmap. Nein, morgen kommt nur morgens Meatmap und zweimal Sabek. Werner ist ein fleißiges Bienchen. Immer. Krass. So, habe fertig. Ging alles hier in den Hänger rein, ne? Wahnsinn. Da siehst du mal, wie klein das wird. Ja. So, wo ist hier die Maschine? Hier ist am mittleren Hof. Unter dem Unterstand. Da. Darf ich eine Frage fragen? Ja, er darf eine Frage fragen. Wie habt ihr das mit dem Düngen vor? Jürgens, links neben dir. Mit Kunstdünger. Okay, wird aber noch gemacht, oder? Das wird auf jeden Fall gemacht. Gut. Sollte es immer gemacht werden. Ja, bis jetzt ist noch nichts passiert, deswegen habe ich gefragt. Wir haben keinen Traktor frei, sonst wäre schon lange gedüngt. Wer hat keine Arbeit, der kann das doch mit der Hand ausbringen. Ich hab doch mal ein bisschen Mühe. Ich glaube, wir haben keine Mod, die das erlaubt, mit der Hand auszubringen. Das kann wir sein. Wir können, ich habe, glaube ich, nicht einen einzigen Traktor-Mod mit hier drin gerade. Also wir haben tatsächlich gar nichts. Keine Fahrzeuge. Leider. Macht ja nichts. Willst du mal ein bisschen warten? Tatsächlich haben wir keinen. Das sollten wir auch noch schaffen. Das warten wir aber. Das sollte gehen. Also ansehen schafft ihr alleine, dann gehe ich um kurz düngen. Lalalalalalala. Was, Werner, bitte weniger mit Kredit auf der Map spielen? Auf deiner Map? Meiner Map? Achso, auf meiner Map. Tatsächlich habe ich nicht viel gemacht mit Kredit. Ich habe genau einen Trecker und ein Feld gekauft. Reicht schon aus. Wow. Wusstest du auch, dass du damit Bankgeld anlegen kannst? Das habe ich schon gesehen. Das ist richtig geil. Weil ich spiele da echt extrem viel raus. Also spekulieren und so eine Scherze oder was? Nee, du kannst Geld anlegen und pro Tag bekommst du, glaube ich, 5000 Zinsen dafür. Ach so. Nee, oder? 3%, 4%. 3%, ja. Geile Sache, das. Wo habt ihr das Raps gelagert? In dem mittleren Hof oder wo habt ihr das gelagert? Jens? Dort, wo die Seemaschine mittlerer stand. Mittlerer, okay. Dort, wo der Raps steht. Leo. Werner. Bist du denn motiviert für morgen, ETS? Tatsächlich nicht. Okay. Sicher, dass die Silage bei mir kommen, bei Metzger? So wurde mir gesagt. Leo, wann spielt ihr morgen denn ETS? Der Konvoi startet irgendwann so gegen 21 Uhr, habe ich gehört. Bist du nur bei YouTube, bei Notrend.tv vorbeigucken, die haben ein Infovideo gemacht dafür. Könntest du mir nachher mal den Link schicken? Wenn ich nicht vergesse, bestimmt. Also nicht. Ich erinnere dich. Dann, okay. Er wird es genauso vergessen. Alles richtig, gut. Ich werde in AFK gehen 3 Stunden lang. Das kann der Werner tatsächlich sehr gut. Im Channel AFK gehen 3 Stunden lang. Ah, ja. Das normale oder zwei, ETS 2? ETS 2, was? Das ist das normale. Es gibt ja auch ETS als also Version 1. Nein! Doch? Ich glaube, Multiplayer. Richtig, für, glaub ich, ne? Das hatte keinen Multiplayer. Ja. Richtig. Ja, oder er okay. Versucht ATS. Nein. Money. Da kam Geld rein. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Leo, ich fahre jetzt wieder zu 172 zurück, ne? Fährst du 172? Ist da noch ein Feld zum Ernten? Nein. Wir werden ja wahrscheinlich, weiß ich, irgendwie vorspulen, oder nicht? Werden wir irgendwann machen, ja. Leo? Dann bin ich ja gleich schon mal da unten. Das heißt verstanden, Ober. Ich verstehe noch einen zweiten oder dritten Seher. Ja, ich sehe 95 Grad ganz alleine. Also, ich kann nicht. Warum habt ihr euch eigentlich aufgeteilt, wenn ich fragen darf?